Wir haben gerade schon etwas zum bezahlten Mapping gehört von Michael Reichert. Seine Erfahrung hat er mit uns geteilt und auch der Pascal hat sich ein bisschen damit beschäftigt zum bezahlten Mapping, aber auch zum organisierten Mapping. Er hat das ein bisschen untersucht und er hat da jetzt ein paar Zahlen und Fakten für uns parat. Pascal. Vielen Dank. Auch ein herzliches Willkommen von mir. Mein Name ist Pascal Neiß. Der ein oder andere, der sich mit dem OpenStreetMap-Projekt beschäftigt, ist vielleicht schon mal hier oder da über meinen Namen gestolpert, wie viele von euch in der Freizeit oder manche von euch auch während der Arbeitszeit oder beruflich sich mit dem OpenStreetMap-Projekt beschäftigen, so beschäftige ich mich auch damit. Jetzt nicht nur mehr in der Freizeit, jetzt auch wieder aus beruflichen Gründen ein bisschen. Und der Michael hat ja eben schon eine ganz gute Basis dafür geschaffen, was ich auch in meinem Vortrag eigentlich kurz vorstellen wollte. Das heißt, wir können eigentlich mehr oder weniger jetzt direkt dort rein starten. Seit November letzten Jahres gibt es eine Guideline, also eine Richtlinie, wenn ihr organisiert oder in der Gruppe irgendwie was ein Projekt umsetzt beim OpenStreetMap-Projekt, eine Richtlinie, woran ihr euch orientieren habt, was man machen sollte oder was man nicht machen sollte. Wer davon betroffen ist, hat der Michael ja eben schon gesagt, also sobald ihr nicht nur mehr alleine irgendwie ein Projekt umsetzt oder einen Fehler behebt oder euch mit irgendeinem Mapping auseinandersetzt, dann solltet ihr eigentlich diese Guidelines beachten. Der Hintergrund dieser Guidelines ist eigentlich gestern in der Keynote schon ganz gut angesprochen worden. Bedeutet, wenn ihr als einzelne Person irgendwie was mappt und was falsch mappt oder was umsetzt, was vielleicht nicht richtig ist, ist das erstmal nicht schlimm. Wenn aber unter Umständen 10, 20, 30 oder 40, 50 Leute etwas mappen, was vielleicht nicht so vorgesehen ist, bedeutet das, dass auf einmal unter Umständen Sachen in OSM gemappt werden könnten, die eigentlich so gar nicht vom Tagging her vorgesehen sind. Den Inhalt von den Guidelines hat der Michael ja eben schon ganz gut gesagt. Ich möchte eigentlich nur einen Satz nochmal aus der deutschen Übersetzung oder aus dem deutschen Entwurf euch zeigen. Warum gibt es diese Guidelines eigentlich? Und da ist ein schöner Satz drin, einfach um den Ärger mit der Community aus dem Weg zu gehen. Also, der Michael hatte ja auch aus dem Forum verschiedene Topics oder insbesondere einen Topic von dem Amazon-Thread gezeigt gehabt. Ich habe noch ein paar andere Faden rausgesucht aus dem OSM-Forum, der so ein bisschen der Hintergrund ist, warum ich diese Untersuchung durchgeführt habe. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht jeden Tag im Forum unterwegs und ich tue immer alle paar Tage mal so ein bisschen da durchscannen mit Themen, die mich so interessieren. Und wenn man sich mit den Guidelines auseinandersetzt oder einen Hintergrund, warum die Guidelines überhaupt gemacht wurden, wird man irgendwie auf diese Themen zwangsläufig treffen. Also es gab Themen, die diskutiert wurden. Einmal, dass irgendwo eine unangekündigte Umtagging-Aktion durchgeführt wurde, dann Amazon, dass irgendwie die was gemacht haben oder dass massenhafte Datenbearbeitungen irgendwie mit mangelhafter Qualität aufgefallen sind. Und wenn man jetzt diese Topics sich anguckt und dann die Guidelines anguckt, dann hat mich persönlich insbesondere interessiert, okay, wir haben eben bei Michael gesehen, sprechen wir eigentlich von 25 Personen oder sind das 500 Personen oder sind das vielleicht auch 5000 Leute? Und die Motivation und der Hintergrund für den Vortrag, was ich euch heute zeigen werde oder die Ergebnisse insbesondere davon, war einfach mal zu untersuchen, okay, von welcher Anzahl sprechen wir überhaupt und wo kommen die her, was machen die so und müsste man da vielleicht irgendwo noch, ist da so ein bisschen Nachholbedarf, was die Dokumentation angeht. Und den ersten Schritt, den ich gemacht habe, war einfach mal im Wiki zu gucken. Laut der Guidelines sollte ja im besten Fall jede Firma oder jede Organisation, die irgendwie in einer größeren Gruppe was macht, sollte das eigentlich im Wiki dokumentieren. Das heißt, mein erster Schritt war gewesen, ich rufe mal das Wiki auf und guck mal, was ich da so an Informationen finde. Und hier war schon dann das Erste, was mich so ein bisschen überrascht hat. Es gibt durchaus Firmen, die sind da wirklich hinten dran, ordentliche Listen zu pflegen, wo wirklich die Nutzernamen drin stehen, wo man sieht, alles klar, der Nutzer gehört zu der Firma und der macht in irgendeiner Art und Weise was für die Firma. Also die erste Erkenntnis war, wenn man diese Listen auswertet, ich habe das im Februar gemacht, ist jetzt schon wieder ein Monat her oder anderthalb Monate, dann kommt man ungefähr auf eine Anzahl von 660 Mitgliedsnamen, die irgendwie in Verbindung zu Firmen stehen. Ist auf jeden Fall schon mal eine dreistellige Zahl, die irgendwie nachweislich mit Firmen in Kontakt stehen und bei OSM irgendwie aktiv sind. Dann habe ich als nächsten Schritt überlegt, der Michael hat es auch schon mal erwähnt gehabt, was könnte man möglicherweise für Filterregeln sich überlegen, dass man schaut, okay, anhand des Mapping-Verhaltens, also mit welcher Aktivität jemand unterwegs ist, was er für Features anfasst
oder mappt, dass man irgendwie da versucht, Filterregeln zu erstellen und zu gucken, anhand der Regeln aus den vorhandenen OpenStreetMap-Mitgliedern, aus der Datenbank herauszuziehen, eine vielleicht etwas größere Zahl, als wie die ich eben gezeigt habe. Als Hintergrund habe ich dafür How Did You Contribute benutzt. Das ist eine eigene Webseite von mir. Ich glaube, dieses Jahr ist dann bald schon das 10-jährige Jubiläum. Für die Leute, die die Webseite nicht kennen, man kann da einfach einen Mitgliedsnamen von OpenStreetMap eingeben, bekommt dann auf der Liste oder auf der Webseite eine relativ gute Übersicht von demjenigen, was für Editoren er benutzt, welche Mapping-Features er mappt, in welchen Gebieten er unterwegs ist, in welchen Ländern er unterwegs ist und noch weitere Informationen. Was ich jetzt hier nochmal explizit erwähnen möchte, auf der Webseite bekommt man für einen Mitgliedsnamen auch angezeigt, wo er möglicherweise seine Activity Area hat. Das ist jetzt hier am Beispiel von mir selbst, ist es meine kleine Gemeinde, in der ich wohne, in Walbach, ist zu sehen, dass der Schwerpunkt meiner Aktivität voraussichtlich um mein Dorf herum liegt. Ich erkläre das jetzt hier deswegen ein bisschen ausführlicher, weil ich das später als Filterregel auch benutzt habe. Neben den Sachen, die man hier auf dem Bild sieht, kriegt man auf der Webseite aber auch insbesondere darüber Informationen, tut das Mitglied unter Umständen größtenteils nur Gebäude mappen oder Straßen oder eigentlich auch Namen oder Waterways oder was auch immer. Also man bekommt detaillierte Informationen über das Mitglied, was er so für Aktivitäten hat. Weiterhin sieht man hier in der Mitte sehr schön, viele von euch werden das wahrscheinlich von GitHub kennen. Auf der Webseite sieht man auch für das vergangene Jahr, an welchem Tag jemand am meisten aktiv ist und kann hier auch schon unter Umständen Rückschlüsse ziehen. Ist es hier unter Umständen jemand, der nur von Montags bis Freitags editiert oder jeden Tag oder vielleicht nur am Wochenende? Und auch das, was der Michael vorhin erwähnt hat, unten zu sehen, man sieht auch, ist jemand unter Umständen zwischen einer Arbeitszeit von 8 bis 16 Uhr oder hat er eine Arbeitszeit von 9 Stunden am Tag, wo der Schwerpunkt seiner Aktivität ist. Das heißt, aus den Sachen, die man auf der Webseite zu sehen bekommt und aus den 660 Mitgliedernamen, die ich mir aus dem Wiki ziehen konnte oder aus GitHub, von den firmengepflegten Webseiten, habe ich dann versucht, iterativ mir ein paar eigene Filterkriterien zu erstellen. Und ich habe viel ausprobiert, habe viele Histogramme erstellt und bin dann größtenteils so zu den Filterregeln gekommen, die man jetzt hier sieht. Bei den einzelnen Filterregeln habe ich immer versucht, anhand der 660 Mitglieder, die ich von den Firmen hatte, irgendwie die Filterregeln so einzugrenzen, dass ich immer 95% der Leute mindestens innerhalb meiner Filterkriterien sind für die einzelnen Punkte. Das heißt, für die weitere Analyse oder für die weiteren Ergebnisse, die ich euch zeige, sind diese Filterregeln hier ganz entscheidend. Also ich habe prinzipiell nur nach Mitgliedern gesucht, die mindestens 20 Mapping-Tage beim Projekt aktiv sind. Mapping-Tage als Erklärung, bei mir wird ein Mapping-Tag als ein Tag gezählt, wenn jemand mindestens eine Änderung gemacht hat. Also wenn ihr an 5 aufeinanderfolgenden Tagen mindestens eine Änderung in OpenStreetMap gemacht habt, habt ihr dadurch schon 5 Mapping-Tage. Also für die weiteren Ergebnisse ganz wichtig, es sind nur Leute, die mindestens schon mal 20 Tage irgendwas in OpenStreetMap gemacht haben. Als zweite oder dritte Regeln habe ich dann so quantitative Aussagen gemacht, wie derjenige muss mindestens 100 Changesets erstellt haben, muss insgesamt mindestens 3000 Edits gemacht haben. Und jetzt gehen wir so ein bisschen in das Qualitative. Als weitere Filterregeln habe ich gesagt, okay, derjenige muss mindestens 30% seiner Änderungen muss irgendwas mit dem Straßennetzwerk zu tun haben und irgendwas mit Name hinzufügen oder ändern. Ich habe das deswegen hier reingenommen, diese Filterregel, weil ansonsten gerade für Leute, die im humanitären Einsatz sind, würden sonst hier das Ergebnis unter Umständen etwas verfälschen. Die haben einen sehr, sehr hohen Anteil an Gebäuden und sowas und die bekomme ich mit dieser Filterregel wieder ein bisschen rausgefiltert. Die unteren beiden Regeln mit den aktiven Tagen und der Aktivitätszeit ist so ein bisschen das, was der Michael vorhin schon gesagt hat. Also ich habe gesagt, die Leute müssen 90% ihrer aktiven Zeit müssen mindestens zwischen Montag und Freitag sein. Und ich habe aber nicht gesagt zwischen 8 und 16 Uhr, sondern ich habe gesagt, die müssen mindestens eine zusammenhängende Arbeitszeit von 7 Stunden am Stück haben. Also wenn jemand im Normalfall 8 Stunden am Tag arbeitet, würde er hier in meine Regel reinfallen. Hätten wir jetzt irgendwo eine Halbtagskraft, würde die jetzt hier rausfallen. Weiterhin, das unterste habe ich extra noch reingenommen, deswegen hatte ich es vorhin so ein bisschen ausführlicher erklärt mit der Activity Area. Also ich habe es als weitere Regel hinzugefügt, dass maximal 33% der Edits innerhalb dieser Activity Area sein müssen. Diese Regel habe ich deswegen extra hinzugenommen, weil ich ja eigentlich Leute finden wollte, die
an vielen unterschiedlichen Orten aktiv sind. Wenn jemand zu 90% als Beispiel in Dresden aktiv ist, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass es nicht unbedingt ein bezahlter Mapper ist, wie einer, den ich mit dieser Untersuchung finden wollte. Das in aller Kürze zu den Filterregeln. Kommen wir zu ein paar Zahlen. Wenn man jetzt diese Filterregeln anwendet, komme ich insgesamt auf die folgenden Anzahlen. Also schaut man sich die komplette Datenbank von OpenStreetMap an, findet man für die letzten 10, 12 Jahre oder sowas in der Art insgesamt ca. 2400 Mitglieder, die in diese Filterkriterien hereinfallen. Ich habe das dann ein bisschen weiter eingegrenzt und habe gesagt, okay, wenn man sich das Diagramm anguckt, wann die Leute sich jeweils registriert haben, also das Diagramm unten zeigt an, wann haben die Leute sich registriert und angefangen zu mappen. Wenn man sich das Diagramm anguckt, sieht man insbesondere, dass eigentlich der Schwerpunkt in den letzten anderthalb Jahren beziehungsweise seit Anfang 2018 zu sehen ist. Wenn man sich diese Zahl anguckt, sprechen wir eine Anzahl von ca. 750 Mitgliedern. Wenn ich diese 750 Mitglieder mit denen vergleiche, die mir von den Firmen genannt sind, sind ca. 65% davon eigentlich nur bekannt. Das heißt, ich habe hier schon eine Differenz von 35% von Leuten, die reinfallen in das Schema, aber von den Firmen nicht gemeldet worden sind. Was ich danach gemacht habe, sind dann diese ca. 250 Konten wirklich manuell zu prüfen. Das heißt, ich habe wirklich mir die Edits von jeder einzelnen Person angeguckt und habe gesagt, okay, ist unter Umständen schon direkt, wie wir es bei Michael vorhin schon gesehen haben, im OSM-Profil zu sehen, dass er für irgendeine Firma arbeitet. Sehe ich es unter Umständen an den Change-Sets, dass er für eine Firma arbeitet. Oder, was war noch ein schönes Beispiel? Ja, also meistens war es so gewesen, dass die Leute sogar in ihrem Profil das angeben oder man sieht es in den Change-Sets, dass dort die Firmenname angegeben ist. Das heißt, von den 250 Konten, die ich manuell nochmal geprüft habe, war es so, dass ich eine Trefferquote von über 90% nochmal hatte, wo wirklich nachweislich die Leute für Firmen tätig sind und für Firmen in OSM mappen. Okay, jetzt wissen wir haben ungefähr 750 Leute seit Anfang des letzten Jahres, die irgendwie aktiv für Firmen in OSM unterwegs sind. Aber um das irgendwie mal so ein bisschen in Verhältnis zu setzen, was das für unser Projekt bedeutet, ist das nochmal so ein Diagramm, was sich der eine oder andere, der vielleicht bei mir im Blog den Blog verfolgt oder liest, wird da auch schon mal irgendwie zwangsläufig über dieses Diagramm gestolpert sein. Was ich persönlich immer wieder ganz gut finde, die rote Kurve zeigt so insgesamt den Verlauf der Registration vom OpenStreetMap-Projekt, also wie viele Mitglieder haben sich wirklich registriert. Man sieht, Stand Januar oder Februar, ich hatte es mir rausgeschrieben, dass es, glaube ich, knapp über 5 Millionen Mitglieder sind. Schaut man sich an, okay, wie viele von diesen 5 Millionen Mitgliedern haben überhaupt mal irgendeine Änderung gemacht, dann sieht man schon, dass sich das Ganze sehr stark minimiert. Das ist dann hier unten die orangene Linie. Das sind dann nur noch knapp über 1 Million Mitglieder. Erhöht man die Anzahl, also sagt man, okay, es sind nur Leute aktiv, die wenigstens 10 Change-Sets gemacht haben oder 10 Änderungen haben, wird das Ganze noch viel, viel geringer. Und ich glaube, wenn man sagt, okay, wir wollen eigentlich nur Leute sagen, die irgendwie 10 Change-Sets erstellt haben oder 50 Änderungen, dann sprechen wir nur noch über eine Aktivitäts im Verhältnis von ca. ich glaube 5 oder 6%, die wirklich aktiv beim OpenStreetMap-Projekt aktiv sind von der Anzahl der Aktivitäten, von der Anzahl der registrierten Mitglieder. Ein anderes schönes Diagramm, was ich gerne bei mir im Blog oder auf Twitter auch immer gerne aktualisiere und zeige, ist, man sieht hier im Verlauf quasi welche alteingedienten Mitglieder dem Projekt treu bleiben. Also im Monat sind ca. 40.000 Leute aktiv und man sieht, die Hälfte der Leute sind eigentlich Mitglieder, die über mehrere Jahre schon aktiv beitragen. Ich zeige euch deswegen diese Diagramme mit den 40.000 und mit den Aufteilungen, weil das für die nächsten Diagramme so ein bisschen wichtig wird. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Diagramme und nicht zu viele Zahlen, aber das wird man dann nachher vielleicht bei den Fragen sehen. Also wir wissen einmal, dass es 40.000 Mitglieder im Monat aktiv sind aktuell und wir wissen, dass die Hälfte davon der Leute auch aus den Jahren davor stammen, also nicht nur neue Mitglieder, sondern auch über die Jahre immer so 5 bis 6% aktiv bleiben und dem Projekt treu bleiben und weiterhin beitragen. Kommen wir jetzt so langsam zu den Organisationen, die möglicherweise aktiv sind. Und ich habe jetzt das Ganze mal versucht, nicht nur auf Organisationen einzugrenzen, sondern habe auch
quasi den Maps.me-Editor auch als Organisation mal mit aufgenommen, weil es eigentlich ganz interessant ist. Für diejenigen, denen das nichts sagt, Maps.me ist ein Editor für OpenStreetMap, den es für iOS, für Android, glaube ich, auch gibt. Das ist dafür bekannt, dass man recht schnell POIs weltweit hinzufügen kann und dass die Einstiegshürde relativ gering ist. Das heißt, der prozentuale Anteil ist relativ hoch von solchen Mitgliedern, die einfach weltweit irgendwelche POIs beitragen. Deswegen habe ich das auch mal hier in dieses Diagramm mit aufgenommen. Also betrachtet man sich die letzten 4 Jahre, sieht man von den 40.000, die im Monat aktiv sind, das ist immer so ein bisschen schwankend in den letzten Jahren, das geht mal auf 50.000 oder auf 40.000. Da sieht man, dass in der Regel 50% davon wirklich nur rein bei OpenStreetMap beitragen. Circa 20-30% sind von Maps.me, also tun irgendwelche POIs hinzufügen. Und der schwankende Anteil von HotOSM oder von Missing Maps, also von Mitgliedern, die wirklich rein aus humanitären Gründen irgendwo an irgendwelchen Mapping-Partys teilnehmen oder sowas, sieht man auch ganz gut im Diagramm. Das ist auch nicht immer ein zu vernachlässigender Anteil, also wir sprechen da auch immer durchaus mal von 20%, die irgendwie im Rahmen von HOT oder von Missing Maps im Monat aktiv sind. Ich sehe schon, ich muss mich ein bisschen beeilen. Also wir wissen, wir haben 40.000 Leute aktiv, es sind Leute, die über mehrere Jahre dem Projekt treu bleiben, und wir wissen auch, dass es verschiedene Editoren gibt, die die Benutzergruppen oder Organisationen nochmal aufsplitten. Worauf ich eigentlich hinaus will, okay, wir wissen, wir haben insgesamt 2.500 vermutlich bezahlte Mapper, 700 oder 800 davon können wir sicher sein, dass die für Firmen irgendwie aktiv sind. Was bedeutet das monatlich? Hier in dem Diagramm sieht man jetzt, dass im Monat ca. 1.000 Leute irgendwie aktiv sind, die vermutlich von Firmen bezahlt werden, im OSM-Projekt irgendetwas zu mappen. Wenn man das dann jetzt ins Verhältnis setzt mit den 40.000, dann sagt man, okay, 4.000, 40.000, das sind irgendwie so 2-3% oder sowas, ist ja eigentlich jetzt nicht so wild. Wenn man jetzt von dieser monatlichen Betrachtweise das irgendwie so ein bisschen runterbricht und sagt, okay, man guckt sich das mal tageweise an, ist es so, pro Tag sind ca. 5.000 Leute aktiv, Maps.me und HotOSM ist dann eher vernachlässigbar, das sind irgendwie so 10-20% oder sowas. Der Großteil ist wirklich, tut hauptsächlich bei OSM beitragen, also hat nicht irgendwie ein Missing Maps Hashtag oder sowas im Change Set, sondern macht irgendwas mit OSM, und es sind 5.000 Leute pro Tag. Schaut man sich dann an, okay, wie viele haben dann einen bezahlten Hintergrund, kommt man irgendwie so auf, ich glaube, so auf 10%. Okay, jetzt kriegt man schon ein bisschen ein Gefühl dafür, dass das ein bisschen ein anderes Verhältnis auf einmal annimmt. Also 5.000 aktiv pro Tag, 500 davon sind ungefähr bezahlt, 500 Leute am Tag, die irgendwie für Firmen aktiv sind. Okay, man kann das Ganze jetzt noch ein bisschen weiter eingrenzen, wenn man jetzt sagt, okay, man sagt, die Leute müssen mindestens 10 Change-Sets am Tag erstellt haben, um irgendwie als Mitglied zu zählen, was wirklich aktiv was ändert am Tag. Dann reduziert sich das Ganze auf ca. 800 bis 900 Personen am Tag. Wenn man sich dann nochmal anschaut, okay, was macht dann der bezahlte Anteil aus, dann sieht man, okay, das wird auf einmal um einiges mehr. Also betrachtet man wirklich die Anzahl der Änderungen, sieht man, dass es nicht nur mehr 2, 3, 4 oder 5% sind, sondern wir sprechen hier durchaus schon von einem Anteil von bis zu 30% von täglich aktiven Mitgliedern, die irgendwas für Firmen machen. War für mich dann schon mal ein bisschen überraschend, sowas zu sehen. Hätte ich nicht unbedingt erwartet. Ich habe jetzt noch so ein bisschen eigentlich was vorbereitet aufs Mapping-Verhalten. Ich wollte noch ein bisschen was zeigen, was wir dann jetzt leider überspringen müssen. Wie die Leute so vorgehen, was mir aufgefallen ist, dass die Firmen sehr natürlich spezialisiert sind auf bestimmte Features. Manche haben immer dieselben Change-Sets-Kommentare, manche machen das sehr ordentlich, also ohne Namen von Firmen zu nennen, ist es so, jede Firma macht das sehr unterschiedlich, manche Firmen sind wirklich vorbildlich, aber manche Firmen sind auch eine absolute Katastrophe. Ich habe jetzt eigentlich noch einige Folien vorbereitet, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, zu gucken, okay, wo sind die eigentlich weltweit aktiv? Auf der Karte sieht man eigentlich nichts, deswegen können wir die überspringen. Hier sieht man jetzt, ich habe das ein bisschen eingegrenzt auf die letzten 1,5 Jahre, da sieht man, okay, der Schwerpunkt liegt eigentlich in Amerika, in Afrika oder auch in Indonesien, wo diese Firmen irgendwie, wenn man sich die Edits anguckt von den verschiedenen Mitgliedern, sind in diesen Bereichen sehr, sehr aktiv.
Ich habe dann noch Untersuchungen gemacht dazu, wo möglicherweise die Leute herkommen. Ich habe dafür auch die Informationen von How Did You Contribute benutzt, wobei es natürlich hier ein bisschen schwammig ist und wahrscheinlich die Aussagekraft der Ergebnisse eher schwierig sind, weil wenn die Leute an sehr, sehr vielen unterschiedlichen Orten aktiv sind, ist es wahrscheinlich mit so ein bisschen Vorsicht zu genießen, die Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind. Was ich noch gerne euch zeigen würde, ich habe das mal auf eine Folie gepackt, die ich so genannt habe, Kategorie Sonstiges oder Notizen für mich. Ist jetzt leider so ein bisschen klein geraten. Ich hoffe, man kann es trotzdem lesen. Ich werde die Folien nachher online stellen, dann kann sich jeder auch nochmal so angucken. Also was ich so ganz interessant fand, ich habe es ja eben mal so beiläufig angedeutet, die Firmen gehen relativ unterschiedlich damit vor. Es gibt Firmen, die dokumentieren alles sehr gut, die Mitarbeiter, die Profile, das sieht wirklich alles gut aus. Man ruft das Profil auf und weiß sofort, worum es bei demjenigen geht, für welche Firma er aktiv ist, ob er noch aktiv ist. Man sieht in den Change-Sets-Kommentaren, dass es gepflegt ist. Was mir auch aufgefallen ist, dass es in Deutschland einige Städte gibt, die auch OSM-Profile pflegen, die auch hier reingefallen sind. Das war für mich auch ganz interessant. Aus dem Ruhrpott gibt es einige Städte, die dann in meinen Filter reingefallen sind und die Accounts bei mir aufgetaucht sind. Das war ganz interessant zu sehen. Es gab auch einige Fälle in der Schweiz, die mir auch so nicht bekannt waren, von Firmen, die auch irgendwie aktiv sind. Was mir auch aufgefallen ist, was so sich so ein bisschen deckt mit, wir hatten ja in der OSMF auch den Fall, dass es auf einmal sehr, sehr viele Registrationen gab vor den Wahlen. Hier ist es auch so, dass es Firmen gibt, die auf einen Schlag am Tag mal 50 OSM-Accounts angelegt haben. Also so wie es Mitglieder-Accounts gab von OSMF, gab es auf einmal auch an manchen Tagen Accounts von OSM-Profilen, die von irgendwelchen Firmen angelegt worden sind. Zusammenfassend möchte ich nochmal sagen, also was ich euch mitgeben wollte, also wir haben definitiv meiner Meinung nach eine größere Anzahl von bezahlten Mapping. Es sind irgendwie so eine Zahl zwischen 750 und 2.500 mit den Filterregeln, die ich euch vorgestellt habe. Je nachdem, ob man das monatlich oder täglich betrachtet, spricht man über einen prozentualen Anteil von 30-30%, möglicherweise noch mehr. Was man ganz klar sagen muss, das wird richtig mehr. Also man hat es in den Diagrammen gesehen. Es war auch jetzt so gewesen, was ich leider nicht mehr geschafft habe. Man sieht es hier unten. Ich wollte eigentlich heute Morgen nochmal neue aktuelle Zahlen erstellen. Man sieht insbesondere im Januar, Februar diesen Jahres, dass die Firmen jetzt auf einmal hinten dran sind, diese ganzen Listen zu pflegen. Und wahrscheinlich, wenn man die Analyse jetzt nochmal neu machen würde, man auf eine viel höhere Zahl wahrscheinlich schon kommen würde, als wie das, was ich euch gezeigt habe. Und auf den Ausblick gehe ich jetzt mal nicht mehr weiter ein, weil ich habe ja schon leicht überschritten. Vielen Dank, Pascal, für deine tollen Analysen. Gleich vorneweg mal ein kleiner Vorschlag. Wenn du sagst, das steigt so stark, da wäre es vielleicht sinnvoll, wenn du nächstes Jahr vielleicht noch mal kurz drauf eingehen könntest, vielleicht in einem Lightning Talk. Also der Hintergrund war ja einfach gewesen, mich hat es interessiert, ich habe es am Anfang gesagt gehabt, über welche Zahlen spricht man da überhaupt. Der Versuch war einfach gewesen, überhaupt mal irgendwas zu machen und dann mal gucken. Ich denke mal, das wird uns in der nächsten Zeit auf jeden Fall noch weiter beschäftigen, weil man hat ja gestern auch gesehen, die deutschen Behörden sind jetzt auf einmal auch daran interessiert, ihre eigenen Daten zu pflegen, und ich denke, weltweit wird für Firmen auch das immer interessanter. Man hat ja heute Morgen auch hier gesehen, dass die auf einmal auch ja nicht abgeneigt sind, OSM zu benutzen. Und man muss da, glaube ich, schon irgendwie so ein bisschen drauf achten. Wie gesagt, es gibt Firmen, die sind da hinten dran, das alles ordentlich zu pflegen. Aber es gibt halt leider auch, der Michael hat es ja so leicht angedeutet, aus anderen Ländern Firmen, die haben es da nicht so mit der Pflege der Dokumentation. Und ja, da ist natürlich, kann es nicht verkehrt sein, wenn man solche Filterregeln hat und da einfach so ein bisschen ein Auge drauf hat. Ja, ich denke mal, das ist vielleicht auch ein Thema für die OSM Foundation. Hat jemand Fragen? Ja, vielen Dank. Du hast ja jetzt die Filterregeln selber aufgestellt und die klingen ja auch alle sinnvoll, finde ich. Hast du mal daran gedacht, ob du das auch mal systematisch auswertest, also dass du dir quasi einen Datensatz von nicht bezahlten Mappern einfach zufällig ziehst und dann, keine Ahnung, eine logistische Regression oder irgendein Machine Learning darüber laufen lässt? Also man hat da ganz viele Möglichkeiten. Mir ging es jetzt erstmal darum, überhaupt irgendwie voranzukommen, um überhaupt mal was zu finden. Und also man kann da, glaube ich, ganz viel noch machen. Alles ist möglich.
Ich habe keine Gedanken. Bei mir war es erstmal so gewesen, überhaupt erstmal gucken. Es hätte auch total in die Hose gehen können und es hätte unter Umständen nur, man hätte irgendwie auf eine Anzahl von 50 kommen können. Man wusste, also ich für mich, ich hatte am Anfang überhaupt kein Gefühl dafür, über welche Größenordnung man da spricht. Und ich sag mal, jetzt hat man ein Gefühl dafür. Und ich glaube, es ist mal eine ganz gute Basis, wo man jetzt im nächsten Schritt überlegen könnte, okay, man wirft das jetzt mal alles weg und geht das mal ganz anders an und guckt mal, was dann dabei rauskommt. Also, ja. Kannst du erklären, warum der Highway-Filter in deiner Suchanfrage so einen Stellenwert hat? Oder denkst du, dass andere Kriterien bei Firmen auch so ein Suchergebnis hervorbringen können? Ich kann das erklären, warum ich das gemacht habe. Ich hatte ja gesagt gehabt, dass ich die 660 Mitglieder mir geholt habe. Und dann habe ich einfach mir die Mitglieder, habe mir für alle Mitglieder die How Did You Contribute Statistiken ausgeben lassen. Und da hat man einfach ganz klar gesehen, dass der Schwerpunkt von diesen Mitgliedern sehr stark auf das Straßennetz war und auf Namen. Und ich habe meine Filter halt absichtlich so ausgelegt, dass ich gesagt habe, dass die einzelnen Filterkriterien im besten Fall über 90% eine Trefferquote haben von den Leuten, die ich mir gezogen habe. Und das ist die einzige Begründung. Also man hätte auch einfach sagen können, man lässt das komplett weg. Ich hatte dann aber ein bisschen Bedenken, dass ich mit dem Hot OSM und Missing Maps so ein bisschen, dass sich das beißt unter Umständen, weil ich finde Hot OSM und Missing Maps sehr gut, aber man kann oftmals davon ausgehen, dass die gerade das Name-Tag nicht so häufig benutzen. Und deswegen habe ich es extra mit reingenommen, dass ich einfach sagen kann, okay, die Hot-OSM-Sachen, die filtere ich mir damit schon mal raus. Weil es hätte halt passieren können, dass das Hot-OSM und das Missing Maps mir die Ergebnisse dann sehr stark ja, in eine falsche Richtung zeigen. Es war jetzt auch schon so gewesen, dass ich Hot-OSM und Missing Maps-Leute drin hatte, die das auf ihren Profilen angegeben haben, dass die wirklich dafür bezahlt werden oder für in irgendwelche Organisationen tätig sind, die für Missing Maps im aktiv sind. Und das, also die Begründung ist einfach, ich wollte versuchen, diese Leute etwas herauszufiltern. Man hätte das auch, also man kann darüber diskutieren, man das ganz anders aufzuziehen und unter Umständen das etwas anders zu gewichten, aber das Hauptziel war einfach zu gucken, okay, ich habe eine Liste, wo ich weiß, die Leute sind bei Firmen aktiv und ich versuche, die Filterregeln darauf auszurichten, dass die erstmal irgendwie drin sind, größtenteils die Leute. Pascal, vielen Dank nochmal für deine tollen Analysen.